Alter, ist das krank! Ist das krank, Mann? Das ist so pervers. Das ist so abartig. Ohne Scheiß. Faust, das ist ja so ein Ding, das habe ich erzählt, das stammt nicht von Goethe, hat aber über Jahrhunderte hinweg Leute inspiriert. Warum? Nicht, weil das angeblich irgendwie so ein... Weil Goethe da so ein richtig tolles Ding draus gemacht hat. Nein, weil es davon handelt, dass irgend so ein Bastard einen Scheißpakt mit dem Teufel schließt. Wenn das mal nicht mega gut ist. Okay, ob der Pakt jetzt gut ist, weiß ich nicht. Aber allein die Idee, Teufelspakt. Die Idee eines Teufelspaktes, man hört vielleicht hin und wieder davon, soll hier und da mal vorkommen. Das ist eigentlich die Essenz des Fauststoffes. Und die ist kackenalt. Wie ich ja in der Hauptfolge bereits gesagt habe, hat Goethe selbst dieses Stück von Christopher Marlowe gelesen und kannte dieses Volksbuch. Und bis heute gibt's da Adaptionen vor, in mehr oder weniger loser oder auch strenger Form. Ne? So irgendwie taucht das dann immer mal wieder auf. Mal ist es dann doch der goethische Faust, mal ist es dann doch der ursprüngliche. Und heute möchte ich über eine Comic-Adaption mit euch sprechen, die mich auf eine gewisse Weise beeindruckt hat. Es geht um Faust, The Love of the Damned. Doch erstmal ein bisschen was da allgemein dazu, wie sehr dieser Fauststoff Leute inspiriert hat. Der Wikipedia-Artikel, der deutschsprachige, mit unter dem Lemma, also dem Begriff Fauststoff, führt auf 27 Dramen allein. Da sind zwei von Goethe drin und ansonsten eben das von Christopher Marlowe, auch von Lessing selbst, den man auch noch aus der Schule kennt, und von einem gewissen Edgar Brau von 2012 das letzte. Unter Schriften und Erzählungen fallen 31 Titel, mindestens. Da sind diverse Zauberbücher aus dem 16., 17. Jahrhundert. Die Historia von Dr. Johann Fausten, herausgegeben von Johann Spies, glaube ich, über die ich auch noch sprechen werde. Das ist nämlich eins dieser Volksbücher. Und da hatte ich mich auch schon in der Uni mit beschäftigt. Richtig geiles Ding. Zeigt, wie Faust eigentlich ursprünglich gewesen ist, bevor der zu diesem verkopften Kack geworden ist, den der Kowal so gut findet, von 1587. Heinrich Heine hat sich damit beschäftigt, Klaus Mann, Thomas Mann, Michail Bulgakov oder Bulgakov, habe ich letztens erst gelernt, wie man den richtig ausspricht, mit der Meister und Margarita. Ne? Margarita ist ja Gretchen, Margarete, ist klar, wer dann der Meister ist. Dann gibt's zwei Romane von Oliver Pötzsch, den ich selbst nicht kenne, führe ich jetzt halt auf, weil die 2018 und 2019 erschienen sind erst. Dann in der Musik 24 klassische Stücke von Beethoven, das Frohlied des Mephisto. Franz Liszt hat gleich 4 Mephisto-Walzer, glaube ich, und eine Faust-Symphonie geschrieben. Dann führt der Artikel noch weiter 23 Stücke aus der Pop- und Rockmusik auf. Also von Camelot, dieser Power-Metal-Band, Tanzwut, Schandmaul, Cradle of Filth, Pick of Destiny, führt es auch von Tenacious D, weil schließlich geht's da ja letztlich auch um eine Art Teufelspakt. Bohemian Rhapsody von Queen, keine Ahnung warum, gut. Und 12 Filme, unter anderem eine Verfilmung dieses Comics. Ich gehe einmal kurz erstmal auf diesen Film ein, weil ich da Ausschnitte von gesehen habe. Ich habe den mal mir besorgt und da einmal so durchgeguckt, was es denn damit so auf sich hat. Und Alter, ist das krank! Ist das krank, Mann!
Ja, 2001, Brian Usner kennt man vielleicht, ist der Regisseur gewesen, kennt man vielleicht von Reanimator, The Dentist 1 und 2. Witzigerweise auch das Drehbuch zu Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft, geschrieben. Boah, und das ist so, ich habe da diese Szenen gesehen, wie da einfach irgendwie Dinge nee. From limbs getting sliced off to an insane effect where M literally turns a slutty character into tits and ass. I like big butts and I cannot lie. You other brothers can't deny. Und ich sag euch, in diesem Comic werden auch Dinge geschehen. Faust, Love of the Damned von David Quinn und Tim Vigil. Ich erzähle ein kurz mal was von der Geschichte dieses Comics. Ich besitze nur zwei Bände, beziehungsweise so einen Ableger. Also es gab auch so Spin-Offs, also auch Faust 777. Davon hatte ich auch immer ein Band. Finde ich gerade nicht, doof. Aber jetzt hier, der ursprüngliche ist von 1987 und ist dann über 25 Jahre in 15 Episoden erschienen. Dies hier ist Akt 5 und ich habe einfach mal, einfach weil ich eine faule Sau bin, die Inhaltszusammenfassung aus der englischsprachigen Wikipedia durch den Google-Übersetzer gejagt. Ich finde, es ist noch ganz okay. Und ja, wir werden sehen, wie viel das mit Goethe noch zu tun hat. Also, in New York City töten Beef und Happy zwei Killer, die für einen mysteriösen mephistophelischen Verbrecherboss namens M arbeiten, einen Drogendealer und seine Freundin. Diese Gewalt wird in den Zeitungsartikeln von Ron Belfour beschrieben, einem Journalisten, der Dr. Jade DeCamp in einem Café trifft. Jade wurde aus dem Bellevue Hospital entlassen und ist wütend über den Unfalltod ihres Patienten und heimlichen Geliebten John Jaspers. Nachdem Jade das Café verlassen hat, werden sie und Belfour von einer Bande angegriffen und eine hornmaskierte Gestalt, Faust, scheint zu lachen und zu singen, während er die Straßenpunks mit einem Paar einziehbarer Unterarmkrallen schlachtet. Jade erkennt entsetzt, dass Faust John Jaspers ist. Jaspers fragt sich später, ob ihm zu viel oder zu wenig Blut vergossen wurde. Den Satz habe ich auch auf Englisch nicht verstanden. Er, anscheinend halluzinierend, sieht überall Dämonen. Man sieht, das ist sehr Faust. und der Film, der hat wiederum nochmal eine andere Handlung. Und ich sag nur, das ist das Brutalste, das Kränkste, was ich gesehen habe. Und ich habe Battle Angel Alita gesehen, Dr., nee, boah, wie heißt dieser Anime, Dr. MD. Ich hab schon einigen, also ich kenne kranke Horrorfilme und Comics. Aber Alter, ist das ist so pervers, das ist so abartig, ohne Scheiß. Ich werde hier hin und wieder ein paar Sachen einblenden, aber ich glaube, die heftigsten kann ich nicht, sonst wird dieses Video gesperrt. Auf der ersten Seite, das Kapitel heißt Ascent, Aufstieg, ja, da liegt so ein Toter irgendwie rum, der hat Dioden auf dem Kopf und da ist wohl irgendwie eine Ärztin und ein Polizist und die sagen, boah, was mit dem angestellt wurde, der dürfte gar nicht mehr leben. Auf der nächsten Seite unterhalten die sich dann irgendwie und ja, der Typ mit den Dioden, der wird zum fetten Zombie, ja, ich glaube, das kann ich hier noch zeigen. Sieht ein bisschen aus wie Eddie, das Maskottchen von Iron Maiden. Und sein Herz rast so, ne? Sein EKG, das wird erstmal von bla, nee, sein gar nicht EKG, sein EEG, ne? Sein Gehirn rast und als Zombie rennt er hier irgendwie so rum, haut einfach mal irgendwie seine Zelle platt und ja, fällt über so einen Wachmann her, ey, das geht mal gar nicht, springt aus dem Fenster, fliegt Stockwerke tief, ist natürlich ein Hochhaus, landet dann im Boden, kracht Meter tief irgendwie ein. So, auf einmal ist da eine nackte Frau, die merkwürdig die Augen verdreht und kann ich das jetzt zeigen? Ja, es ist letztlich nur ein Maul, aber wenn ihr genau hinseht, das, was da Zähne hat, das ist eigentlich kein normales Maul. Ja, dann stolpert die Frau hier durch die Finsternis. Ja, just thought you could use a friendly word, castrating bitch. Okay, ja, da
wird auch so ein bisschen ja die Überheblichkeit der amerikanischen Polizei gezeigt. Dann ein Gespräch natürlich in einer Stripbar mit äußerst unfreundlichen Kellnerinnen, mehr Nackte, dann Sex is Violence, Sex is Violent Sex, Shitman, steht da, das sind Wörter, die da stehen, dann geschehen okkulte Dinge und dann steht da Holy Bible, yes, read, read, und dann wird da geopfert. Eine Frau lüftet ihre Robe und dann legt die sich erstmal lasziv hin, räkelt sich. Ich muss sagen, künstlerisch durchaus anspruchsvoll. Die Zeichnungen haben es echt in sich. Und dann, ja, dann wird es langsam pornografisch. Und dann, ich zeige euch jetzt mal das. Und was da rauskommt, also wo das rauskommt, das könnt ihr euch jetzt vielleicht in dem Zusammenhang denken. Und dann wird einem anderen Typen, wo auch immer der jetzt, ich glaube, da ist ein Schnitt, wird irgendwas ganz tief in den Hals gerammt. Mäuler, es birst. Und ja, dieses dunkle Ritual findet da immer noch statt. Die Frau ist immer noch nackt. Und also es ist, hat ein bisschen was von Hentai, aber es ist noch kränker, weil das hat noch so eine satanische Dimension und spirituelle, wir hatten vielleicht was Freimaurerisches. Orgien finden statt im Mond und in merkwürdigen Sälen. Und während da kopuliert wird, verwandelt sich der Ausführende in ein Fledermauswolf. Die Frau scheint zu schreien, aber auch zu genießen. Oh, ganzseitiges Ding. Boah, ist das krank. Ist das krank. Und ja, schließlich sehen wir ein Baby, das am Fingerchen nuckelt, und The Republic bei Plato, also Platos Der Staat. Interessant, dass es auf Englisch anscheinend The Republic heißt und bei uns Der Staat. Das ist ja schon Unterschied. Ich frage mich, wie es wohl im Original heißt, wenn es da überhaupt einen Titel hatte. Das ist ein ganz anderes Thema. Auf jeden Fall krasser, kranker Scheiß. In Deutschland so irgendwie nicht erhältlich. Not for Children steht hier. Aber es ist eine amerikanische Ausgabe, die ich hier halt habe. Das gibt's, glaube ich, so. Allein das Cover, durfte ich das jetzt eigentlich zeigen? Ich glaube, das hat keiner so die ganze Zeit irgendwie. Boah. Ich lese da mal hier was aus so einem Vorwort von Glenn Hammonds von War Comics und Sinn, wer auch immer das ist. Ich weiß es nicht. Aus dem Vorwort vor. As forced continues, also ich übersetze das einfach mal so im Flug. Wie Faust immer populärer wurde, wurde es auch immer berüchtigter. Denn es brachte die Kombination von Sex und Gewalt, brachte es vor die Augen. Fliegen zu übersetzen ist ja scheiße. Tabus wurden einfach plattgewalzt, weggewischt, pulverisiert und haben den Blick geschärft für eine rebellische Art, das zu sehen. Und als ich die Faust-Story gelesen habe, habe ich gemerkt, dass da mehr hinter steckt. Und der Leser muss einfach diese oberflächliche Schicht aus absurder Gewalt einfach wegschicken, schmieren und gucken, was da drunter steckt. Und ja, da es ist eine Geschichte des Spirit of America, steht da, des amerikanischen Geistes, ja. Denn John Jaspers will erschaffen, will malen, will lieben und leben. okay, ja, während die normalen Amerikaner, ja, sie fordern viel, geben nichts. Und also ein philosophisches Werk mit einer dicken Schicht an Brutalität und absurder, brutaler Sexualität. Ja, finde ich gut, finde ich gut. Ich denke, das ist mein Ding. Faust, inspirierend bis heute. Soweit, macht's gut und bleibt durstig.